Hallo Leute und herzlich willkommen zu Phasmophobia zurück. Wir müssen heute herausfinden, um welchen Geist es sich handelt und wir müssen ihm entkommen während einer Jagd. Ich bringe jetzt erstmal alles rein und dann sehen wir uns, wenn ich alles drin habe, ja. Oh lol, das Auto geht. Hört ihr das? Also ja, obviously hört ihr es. Okay, das heißt, wir haben glaube ich schon den Geisterraum gefunden, weil damit ist er glaube ich nämlich bestimmt. Warte mal, wir gucken mal kurz mit dem EMF-Reader. Machen wir noch den Fotoapparat. Ich weiß gar nicht, bringt das was, wenn wir das Auto fotografieren? Ja, wir können es mal ausprobieren. Ja, hier ist auch die Tür offen. Das ist safe, der Geisterraum. Was passiert, wenn wir das fotografieren? Hat das jetzt irgendwas gebracht? Nee, toll. Mach mal aus hier. Wir haben es einfach verschwendet. Okay, wir legen den EMF-Reader mal hier ab. Das Fotodings auch. Fotodings. Wo ist denn hier der Lichtschacht? Ach, hier. Okay, wir nehmen mal alles rüber, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Raum ist. Wenn dort die Tür offen war und sogar auch das Auto losgepiepst hat. Ja, hier ist auch ein Fingerabdruck. Ja, das heißt, der Geist ist safe hier drin. Okay, perfekt. Dann hätten wir auch schon den ersten Beweis. Ging schnell, Alter. Oh. Okay, warte mal, dann können wir das kurz eintragen. Fingerabdrücke. Und dann auch schon das Buch geschrieben. Leave or die. Okay, das ist nicht so nett. Ja, es geht voll schnell, das macht mir Angst. Das war bisher nie ein gutes Zeichen. Okay, ich hole mal noch kurz. Aber das Gute ist, unsere Sanity ist noch hoch. Also eigentlich könnte er uns noch nicht umbringen. Ich habe übrigens jetzt immer noch das Mikrofon umgestellt, weil irgendwie war das über meinen Voice-Mod. Mikrofon wollte es das die ganze Zeit aufnehmen und deswegen dachte ich, ich stelle das mal noch kurz um. Okay, dann platziere ich jetzt hier die Kamera, nehme diesmal mal kurz den Fotoapparat mit und den EMF-Reader. Den EMF-Reader? Habe ich noch was? Ach doch, die Sprachbox. Stimmt, die könnten wir danach auch noch kurz versuchen, aber egal, wir gehen jetzt kurz mal auf Knochensuche, weil ja, das wäre nice, wenn wir Knochen finden. 6,5 Stunden später. Okay, Leute, ich habe leider nichts gefunden. Weder ein Ouija Board, weder irgendwas oder ein Knochen. Ich habe einfach gar nichts gefunden. Aber egal, wir legen hier den EMF-Reader wieder hin. Mal ganz weit hier vorne, dann sehen wir den vielleicht noch von der Kamera. Vielleicht mit ein bisschen Glück. Stimmt, wir könnten die ein bisschen runternehmen sogar, oder? Das geht, glaube ich. Okay, dann werden wir jetzt auch noch mal kurz mit der Sprachbox reden. Oder ich versuche es zumindest. Hallo? Wer bist du? Ja, okay, Leute, er hat wieder nicht geantwortet. Aber naja, man weiß ja nie bei diesem Spiel. Wenn wir auf jeden Fall jetzt keine Geister-Orbs sehen und lange eigentlich nie einen EMF-Ausschlag haben, dann würde es auf jeden Fall die Sprachbox sein, weil der traue ich nicht. Die spackt irgendwie rum die ganze Zeit. Guck jetzt erstmal, Alter, unsere Sanity ist noch bei 80%. Guck jetzt erstmal kurz hier auf der Kamera, ob wir. Ach, scheiße, ich habe das Licht nicht ausgemacht. Ja, warte, ich muss nochmal rein. Okay, Leute, wie ihr seht, sehe ich nichts. Das heißt, es ist auf jeden Fall kein Geisterorb. Ja, also ich erkenne nirgendwo irgendwas. Und dann gehen wir nochmal rein und dann müssen wir jetzt einfach auf einen EMF-Ausschlag hoffen. Oder könnten natürlich noch Gefriertemperaturen werden. Oder eben die Sprachbox. Foto wäre natürlich auch nice, wenn wir das noch machen könnten. Also von dem Geist. Ein paar Sekunden später. Stimmt, wir könnten hier noch vom Buch machen. Okay, ja, das Buch hat 3 Sterne gegeben, nice. Es könnte übrigens noch ein Spirit, ein Revenant, ein Huntu sein. Aber warte, wir können kurz gucken, vielleicht können wir schon jemanden ausschließen. Wir können kurz gucken, was die alle haben. Okay, für den Huntu brauchen wir noch einen Geisterorb. Okay, den können wir wahrscheinlich auch schließen. Für den Revenant noch EMF, okay. Und was war das andere? Spirit, ja. Da bräuchten wir noch die Geisterbox. Okay, dann müssen wir wirklich reden. Oh, oh Gott. Ich leg den mal besser hin, dann ist irgendwo hier gerade der Tür. Dann versuche ich jetzt mal noch mit ihm zu sprechen. Mann, hat das Licht ausgemacht. Wir müssen es kurz anmachen. Alter, also wenn es Geisterbox ist, dann raste ich aus, weil ich habe jetzt so lange geredet. Ich weiß nicht, ob ich noch ein bisschen länger da drin bleiben soll oder ob ich noch mal wegen Geisterbox gucken muss, weil dann kann ich eigentlich EMF eintragen. Ich glaube, ich gehe noch mal kurz raus, dann können wir das noch mal, können wir da noch mal gucken. Ich hoffe, dass der Geist irgendwo irgendwas macht die ganze Zeit. Aber ich weiß halt nicht mehr. Ja, aber Leute, ich stehe jetzt hier schon wieder einige Minuten auf dem Bildschirm. Und es bewegt sich halt nicht mal irgendwas, deswegen. Ich glaube nicht, dass es Geisterorb ist. Also das können wir eigentlich schon fast ausschließen, wirklich. Das Einzige, was jetzt noch ist, ist Sprachbox oder EMF-Gerät. Ja, wir müssen jetzt halt einfach warten. Also ich gehe jetzt wieder rein, aber wir müssen warten und auf ein Zeichen hoffen. Unsere Sanity ist auch noch über 50%. Mann, hat das Licht wieder ausgemacht. Ja, okay, dann gehen wir nochmal in den Keller. Was ist denn mit dem, Alter? Ehrenlos, wer das macht. Gott, war das laut, habt ihr das gehört? Also, ich mache die Sprachbox jetzt mal an und schmeiß die einfach auf den Boden, dann wird die vielleicht irgendein Zeichen von sich geben. Oder EMF-Reader geht ein bisschen. Ja, ich warte jetzt hier einfach und gebe euch Bescheid, wenn irgendwas passiert. Oh Gott.
Sie gesehen, die sind rausgelaufen. Oh, wow, wow. Muss ich mal kurz gucken. Okay, es ist EMF5, oder? Ne, EMF4, hä? EMF4. Warte mal, ich versuche jetzt mal mit ihm zu sprechen. Oh, oh. Ich spare ein Foto. Ja, hey, danke. Ich sage, es ist EMF. Ich wüsste sonst nicht, was das ist, wäre. Ein Revenant. Und Interaktion, und da haben wir sogar noch den Geist drauf. Aber ich erkenne ihn hier nicht mal, aber egal. Hauptsache, wir haben dann noch ein paar Punkte, hoffentlich. Scheiße, aber Mann, ich bin schon wieder gestorben. Kann ja nicht wahr sein, ey. Es war ein Spirit. Wie denn? Er hat ja nicht mal mit mir geredet, Alter. Ich versteh's nicht. Hauptsache hat einmal wieder gehandelt und hat mich direkt getötet. Danke. Naja, Leute, auf jeden Fall war es mit dieser Folge Phasmophobia. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Riding home on my bike.